Heute, 4. Februar 2023, mittlerweile 8:30. Heute ist Weltkrebstag. Während die relative Zahl der Krebserkrankungen unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Bevölkerung zurückgeht, steigt die Zahl jener Menschen in der Gesellschaft, die mit einer Krebsdiagnose leben. Das liegt einerseits an der verbesserten medizinischen Versorgung und andererseits an der stetig älter werdenden Gesellschaft. Alina Samonik berichtet. Etwa 52.000 Menschen in der Steiermark leben mit einer Krebsdiagnose, so Christian Scherer, Leiter der Krebshilfe Steiermark. Wir haben jährlich 6.600 Neuerkrankungen, Männer und Frauen zusammengerechnet. Bisschen mehr Männer, bisschen weniger Frauen. Und es wächst die Anzahl derer, die mitten unter uns leben, ständig. Das ist besonders interessant, weil eigentlich die Anzahl der Krebsneuerkrankungen, wenn man statistisch bereinigt, leicht rückläufig sogar schon ist. Der Grund liege mitunter in der Weiterentwicklung der Medizin. Vor Jahrzehnten noch etwa haben wir ganz, ganz viele Leute sehr, sehr rasch nach der Erstdiagnose und der Ersttherapie verloren. Sie sind einfach verstorben. Haben wir leider Gottes bei manchen Krebsformen immer noch. Aber immer mehr Krebsarten können wir erfolgreich stabilisieren, in eine Art chronische Phase bringen, ist eine gute Nachricht, oder überhaupt heilen. Und das bringe auch neue Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Und zwar individuell, sozial, aber auch beruflich. Da sind ganz, ganz viele Menschen dabei, die wir brauchen, die wir auch beruflich brauchen und die wir wieder eingliedern müssen nach ihren Belastungsgrenzen. Betrachte man die häufigsten Krebsarten, so seien diese seit vielen Jahren die gleichen und noch dazu welche, die nicht sein müssten. Die häufigste Krebsart der Frau ist der Brustkrebs. Steirer erkrankt von der Wahrscheinlichkeit her am ehesten an Prostatakrebs. Auf Platz 2 ist dann der Lungenkrebs. Und wir wissen, 9 von 10 Menschen, die an Lungenkrebs erkranken, die haben geraucht. Und auf Platz 3 ist bei beiden Geschlechtern wieder Dickdarm- und Enddarmkrebs. Auch da können wir über die Früherkennung, über den Stuhlbluttest ganz viel erreichen. Und man dürfe nicht vergessen, die Vorsorgeuntersuchungen seien gratis, so Scherer.